Liebe Oldenburger, ich darf Sie zur Ringvorlesung Schreiben im Exil, Heine und die Folgen begrüßen. Ich habe heute in der ersten Stunde, in der ersten Ringvorlesungsstunde, einen Gast aus München zu Gast, der das Buch geschrieben hat, Jeder schreibt für sich allein, Schriftsteller im Nationalsozialismus. Anatole Renier, ein Musiker ursprünglich, ein Gitarrist und Sänger, der in der zweiten Lebenshälfte angefangen hat zu schreiben, nicht irgendetwas, sondern Bücher, die die Geschichte seiner Familie betreffen, einer nicht unberühmten Familie von Regisseuren, Schauspielern. Frank Wedekind war sein Großvater, seine Frau Tilly Wedekind, Pamela Wedekind, die Tochter, alles Menschen sozusagen, seine Mutter, alles Menschen, die im deutschen Kulturleben bekannt sind, Charles Renier, sein Vater, ein bekannter Schauspieler. Herr Renier, wie kommt man dazu, als Sohn solch berühmter Eltern selbst zum Schreiben zu kommen? Naja, eher sollte man fragen, wie kommt man dazu, nicht zum Schreiben zu kommen? Denn alle in meiner Familie waren irgendwie mit Literatur beschäftigt, mit der Bühne beschäftigt, mit Theater beschäftigt. Und ich hatte als Kind natürlich auch den Wunsch, irgendwie in diese Fußstapfen zu treten, habe mich dann aber entschieden, mich der Musik zuzuwenden. Vielleicht aus einem Instinkt heraus, nicht unbedingt jetzt allen anderen zu folgen, war dann eigentlich viele Jahrzehnte Gitarrist, Dozent an verschiedenen Lehrinstituten, auch konzertierender Gitarrist. Und bin dann aber im vorgerückten Alter von 50 Jahren doch noch zum Schreiben gekommen. Ich muss sagen, es war eine glückliche Wendung meines Lebens, denn eigentlich habe ich doch festgestellt, dass ich in der Sprache zu Hause bin. Das ist so sehr ich die Musik liebe und kenne, bin ich doch dann mehr in der Sprache zu Hause. Und Ihr Schreiben selber ist ja kein unproblematisches Schreiben. Es beschäftigt sich mit etwas, was Sie angeht, der eigenen Familie. Das sind ja nicht immer nur ungetrübte Dinge. Das sind zum einen schöne Geschichten, zum anderen auch schwierige Geschichten. Und in diesem jüngsten Buch, was Sie geschrieben haben, haben Sie etwas geschrieben, was über die Geschichte Ihrer Familie hinausgeht. Die deutsche Geschichte betreffend. Richtig. Die deutsche Geschichte zwischen 1933 und 1945. Und mich hat sehr beeindruckt, als ich Ihr Buch jüngst in einer Buchhandlung sah, ich wusste nichts von Ihnen, wie Sie in der Einleitung beschreiben, warum Sie dieses Buch in Angriff genommen haben. Wenn Sie uns da vielleicht ein Stück von erzählen wollten oder ein Stück vielleicht auch lesen wollten aus dieser Eingangspassage, was hat Sie dazu gebracht? Naja, was mich dazu gebracht hat, ist das lebenslange Interesse, man könnte fast sagen, die Faszination mit der Zeit des Dritten Reichs, die ja meine Eltern und alle, die in meiner Kindheit erwachsen waren, durchlebt haben. Wir aber nicht als unmittelbare Nachkriegsgeneration. Sind wann geboren? 45. Ja. 45 geboren. Und wir haben das ja nur aus Erzählungen. Und die Erzählungen waren denkbar karg. Das heißt, es wurde so getan, als sei das eine Periode wie jede andere gewesen. Es war halt da, war das Dritte Reich und jetzt ist wieder was anderes. Aber dass das eben eine Ausnahmeperiode war, ein Sündenfall der Geschichte, den man ja durchlebt hatte, das wurde in dem Sinne nicht thematisiert. Und das war eigentlich eine Lücke. Eine Lücke. Und als ich dann die Wahrheit irgendwann mir klar wurde, war das ein Trauma, muss ich ehrlich sagen, und hat mich dazu veranlasst, im Alter von 18 Jahren mit meiner Gitarre nach Israel zu fahren, um einfach quasi über die Grenze zu springen, auf die andere Seite, wo die Richtigen waren, wo die Guten waren, wo die Opfer waren, ja, auf der Seite der Täter. Na gut, und da
wurde ich sehr gut aufgenommen, sehr liebevoll aufgenommen und habe dann eben die berühmte Sängerin Nechama Hendel, die damals wirklich eine Ikone im israelischen Musikleben war, habe ich dann geheiratet, habe zwei Kinder von ihr und dann haben wir in Deutschland gewohnt, in Israel gewohnt, in Australien gewohnt. Und dort in Australien, am Ende der Welt, kamen auf einmal zwei Holocaust-Überlebende, ältere Herren, und haben mir ihre Geschichte erzählt. Die Geschichte von Juden in Ostgalizien, was heute Westukraine ist, damals polnisches Staatsgebiet. Und die selber erst nach dem Krieg das Wort Auschwitz gehört haben. Sie wussten das nicht. Sie wussten nur, dass wenn sie hier überleben wollen, müssen sie radikale Schritte ergreifen, will sagen, vom Angesicht der Erde verschwinden. Sich verstecken. Sich verstecken. Aber wie macht man das? Wo versteckt man sich? Um sich zu verstecken, braucht man die Hilfe von Nichtjuden. Man kann sich nicht verstecken ohne Essen, ohne irgendwas. Also man braucht ein Arrangement mit Nichtjuden. Das ist schwer zu kriegen. Es ist eine Vertrauenssache. Die Nichtjuden begeben sich ebenfalls in Lebensgefahr. Also diese beiden, die ich da kennengelernt habe, haben sich mit ihrem Vater und einer Gruppe anderer ein Jahr lang in einem Erdloch hoch oben auf dem Berg im Wald eingegraben. Da haben da ein Jahr lang überlebt. Das wurde quasi Ihre erste Geschichte, die Sie beschrieben haben. Und als ich diese Geschichte gehört habe, wurde mir klar, das muss ich aufschreiben. Wenn ich das nicht aufschreibe, begehe ich einen Lebensfehler. Und da habe ich angefangen zu schreiben und habe gesehen, ja. Also ein Zufall, kann man sagen, der Sie ins Schreiben gebracht hat, durch diese Oral History, die Gespräche, die Sie mit diesen beiden Überlebenden der Verfolgung geführt hatten, die aber nicht in den Lagern waren. Nein, nicht in den Lagern. Nein. Ja. Wer von dort deportiert wurde, kam sofort in ein Vernichtungslager. Ja. Belzec war in der Nähe, das nächste. Ja. Sofort ins Vernichtungslager, wurde nie wieder gesehen. Aber dass jetzt jemand meinetwegen nach Auschwitz kam, kam aus da nicht. Das heißt, man kann sagen, Ihre Geschichte, Sie sind bis nach Australien geflohen vor der deutschen Geschichte, treffen dort Menschen, die Sie zurückführen zur deutschen Geschichte, was Sie wiederum dann auch zurück nach Deutschland bringt und hier den Anfang setzen lässt eines zweiten Lebens als Schriftsteller, indem Sie diesem Thema doch treu geblieben sind. Ja, eigentlich schon, eigentlich schon. Ich habe dann ja ein Buch über meine Großmutter Tilly Wedekind und ihre Töchter. Eine Familienbiografie, die beginnt Ende des 19. Jahrhunderts, als Tilly eine junge Frau war. Dann heiratet sie Wedekind, dann ist die ganze Ehegeschichte. Sie bringt alle seine neuen Stücke mit ihm auf die Bühne, erlebt einen Theaterskandal nach dem anderen. Dann stirbt Wedekind 1918, da ist Tilly 32, eine junge Frau mit zwei kleinen Töchtern, eine davon meine Mutter, Pamela, die andere meine Tante Khadidia. Und jetzt beginnt die zweite Hälfte ihres Lebens. Sie lernt Gottfried Benn kennen, hat eine 7-jährige Affäre mit ihm. Diesen expressionistischen Dichter, der 33 auch eine gewisse Rolle spielen wird. Ja. Und verlobt sich mit Klaus Mann. Erika Mann wird ihre enge Freundin. Sie heiratet in erster Ehe Karl Sternheim, den Dramatiker Karl Sternheim, und später dann meinen Vater. Das war also dieses Buch. Dann habe ich eine Biografie über Frank Wedekind, ein schwieriges Thema, ein sehr zerrissener, schwieriger, widersprüchlicher Mensch. Und dann habe ich dieses Buch Wir Nachgeborenen, Kinder berühmter Eltern, wo ich eben quasi Menschen, die... Zeigt das nochmal hier auch dem Publikum, dieses Buch. Ja. Das ist die Taschenbuchausgabe. Genau. Und wo Menschen, die quasi das gleiche Schicksal, also
von berühmten Eltern abstammen, meinetwegen die Söhne von Dietrich Fischer-Dieskau, von Hermann Prey, von Friedrich Gulda, von Hans Fallada. Und eben genau wie ich mit dieser Situation konfrontiert sind, dass sie nach allem menschlichen Ermessen nie so weit kommen werden wie ihre berühmten Eltern. Also irgendwas für sich finden müssen, wo sie selber dann bestehen, auch vor sich selbst bestehen, vor ihrem Selbstwertgefühl bestehen und so weiter. Und wenn ich das richtig verstehe, war das dann im Grunde Ihre Entdeckung, dass Sie in der Einholung der Geschichte, könnte man sagen, dem Nacherzählen von Geschichte, und es ist ja zum Teil auch sowohl von Tilly Wedekind, Pamela Wedekind, der späteren Geschichte, eine Geschichte, in der sich Biografien auch verknüpfen mit Zeitgeschichte, richtig, Kulturgeschichte. Genau so ist es. Das heißt, die biografische Erzählebene ist eine, ja, die in die größere Kultur- und Zeitgeschichte eingebettet, ja, ist. Ja, richtig. Also das ist ganz klar, dass es mir immer darum ging, auch in der Familie von Tilly ist ja, und Pamela, Khadidja, das Dritte Reich, Emigration oder nein, die Fragen, die Konflikte, die Gräben, die aufgerissen werden und so weiter. Das spielt natürlich alles mit hinein. Und die Nachkriegszeit, das Wirtschaftswunder und so weiter. Und hier in diesem Buch ist es eben nur eine Periode, aber auch die Nachgeschichte nach 1945. Denn nach 1945 war ja die Situation über Nacht eine ganz andere. Ja. Vielleicht können wir da nochmal auch drauf eingehen, im Anfang jetzt. Sie sind ja in dieser Zeit aufgewachsen. Und Sie selbst haben ja nichts erlebt, aber Sie haben das Schweigen erlebt. Richtig, das Schweigen erlebt, ja. Und wenn ich es richtig verstehe, hat dieses Schweigen Sie so perplex gemacht, ja, dass Sie erst einmal sagten, ich muss hier raus. Sie gingen nach England und lernten dort jüdische Menschen kennen. Ja, also jüdische Jugendliche, ja, meines Alters. Ja. Und die waren genauso wie ich, pubertierend, unbedarft, offen. Aber mir wurde auf einmal klar, was wirklich geschehen ist. Was wir ja sozusagen theoretisch wussten, ja, 6 Millionen sind irgendwie umgekommen. Ja. Das wusste jeder. Aber dass das wirklich passiert, ja, war, erst vor einem ganz wenigen Jahren, wie mir das auf einmal wirklich klar wurde, und das waren meine Leute, ja, von denen ich Teil bin. Ja. Ich weiß, das war ein Trauma. Ich weiß, Ihr Generationsgenosse, der Verleger Michael Krüger, ist in Ihrem Alter auch nach London gegangen als Buchhändler, ja, und berichtet, dass er dort Exilanten wie Elias Canetti oder Norbert Elias kennengelernt hat und ähnlich wie Sie es andeuten, über diese Gespräche mit Emigranten überhaupt ein Bewusstsein der Zeit, ja, erhalten, richtig, hat. War das für Sie ähnlich? Ja, sicher, war für mich ähnlich, und dadurch wurde dann das Dritte Reich im Grunde genommen mein Lebensthema, und ich habe alles, die ganzen verschiedenen Sichtweisen mitgemacht. Die Verdrängung der 50er Jahre, dann kamen die 60er Jahre, dann kamen die 68er, die auf ihren Eltern rumgeprügelt haben. Wie wirkte das auf Sie? Naja, ich habe das alles mitgemacht. Ich, ja, fand das ja dann auch so. Ja, dann war irgendwann die Wiedervereinigung, und dann wurde das Thema immer peripherer. Dann kam neuer Nationalismus auf, wo die Leute gesagt haben, ja, einer hat irgendwie gesagt, das war doch ein Fliegenschiss oder so, war ja gar nichts. Wie kann man sowas sagen? Ich weiß, ja, Hannah Arendt hat einmal gesagt, 1959 schon, als sie in Hamburg den Lessing-Preis erhielt, hat sie davon gesprochen, dass Geschichte eigentlich nie bewältigt werden könne, sie könne erzählt werden. Richtig. Und deswegen habe ich jetzt hier den Versuch unternommen, in diesem Buch, mich jetzt weniger dem Exil zuzuwenden, das ja nun sehr erforscht ist und hochgehalten wird, sondern den Hiergebliebenen. Und das hat mich interessiert. Ich wollte herausfinden, wie haben denn die Leute gedacht?
Was haben die einander erzählt? Wie war ihre Haltung? Waren das wirklich alles glühende Nazis? Das heißt auch ein Stück Einholung der eigenen Geschichte, wenn man an ihre Großmutter Tilly Wedekind denkt, die in dem Sinne auch Geliebte von Gottfried Benn war, ja, der hier geblieben war. Ja. Wie hat sie sich das vorstellen können, mit solch einem Mann befreundet zu sein? Ja, richtig. Da, wo ganz klar wurde, dass die Liebe stärker wirkt als die Moral. Ja, ja. War auch ein Ergebnis Ihrer Studie. Natürlich. Vielleicht können wir am Anfang dieser Zeit anfangen, auch in Ihrem Buch. Sie berichten ja, sagen diese Urszene 1933, die Dichterakademie in Berlin. Eine Situation, in der Heinrich Mann, der Bruder von Thomas Mann, noch Präsident der Akademie ist und unter heiklen politischen Umständen die Akademie gezwungen wird, ihren Präsidenten sozusagen zum Abtritt zu drängen. Ja, naja, die Situation war die, dass Heinrich Mann seit 1932 Präsident oder Vorsitzender der Abteilung für Dichtkunst war und gleich nach dem 30. Januar, dem ominösen 30. Januar, wo Hitler Reichskanzler wurde, hat der damalige preußische Kultusminister ultimativ verlangt, dass Heinrich Mann zurücktreten müsse oder die ganze Akademie würde aufgelöst. Das heißt, massiver politischer Einfluss. Massiver politischer Einfluss. Jetzt, wie verhält man sich? Jetzt, wie hat sich Heinrich Mann verhalten? Heinrich Mann hat kampflos aufgegeben, wie er gesagt hat, um Schaden von der Akademie zu wenden, hat sich nicht verteidigt, hat nicht gekämpft, hat das Gebäude verlassen, auf Nimmerwiedersehen, hat nie wieder deutschen Boden betreten. Und die anderen waren jetzt in einer Lage, wie soll man sagen, in einer ambivalenten Lage. Denn was sollten sie machen? Sollten sie sich wehren oder sollten sie mit dem Risiko, dass die Akademie aufgelöst wird, oder sollten sie stillhalten und sagen, wird schon wieder, die Wogen glätten. Ja? Und erstaunlicherweise haben fast alle dieser Letzteren. Also es kam ja dann, es ist berühmte Sache, dass Gottfried Benn den Akademiemitgliedern quasi eine Erklärung aufgenötigt hat, sind sie bereit, unter Anerkennung der neuen geschichtlichen Lage ihre Dienste dem neuen Staat zur Verfügung zu stellen. Ich paraphrasiere das jetzt, aber das war eine Art Führer alter Künstler. Ja. Und fast alle haben unterschrieben, auch jüdische Künstler, auch linksgerichtete Künstler, auch Franz Werfel hat unterschrieben. Das heißt, man hat Kompromisse gemacht in der Hoffnung, dann unbehelligt weiterarbeiten zu dürfen. Jetzt lese ich hier mal ein Stückchen vor. Ja. Sollte Benn durch seine Erklärung tatsächlich den Austritt unliebsamer Akademiemitglieder betrieben haben, ist sein Erfolg gering. Von den 31 Mitgliedern der Abteilung für Dichtkunst unterzeichnen 22 seinen Aufruf mit Ja. Unter ihnen die linksgerichteten Autoren Leonhard Frank, Fritz von Unruh, Georg Kaiser und die jüdischen Mitglieder Ludwig Fulda, Alfred Mombert und Franz Werfel. Die übrigen geben persönliche Stellungnahmen ab. Der Ton ist vorsichtig. Niemand weiß, wie es weitergeht. Niemand will ohne Not Brücken abbrechen. Thomas Mann, zur Zeit Lenzer Heidegrau Bünden, versichert, nicht im geringsten die Absicht zu haben, gegen die Regierung zu wirken, aber entschlossen zu sein, von seinem Leben alles Amtliche abzustreifen und in vollkommener Zurückgezogenheit seinen persönlichen Aufgaben nachzugehen, weshalb er den sehr verehrten Präsidenten bitte, von seinem Austritt Kenntnis zu nehmen. Also von Protest ist hier wenig zu spüren. Appeasement und Rückzug. Richtig. Alfred Döblin, der berühmte Alfred Döblin, Autor des Romans Berlin Alexanderplatz, ein jüdischer Arzt, äußert sich aus Zürich. Mit Recht könne eine staatliche Instanz
von ihr angegliederten Akademiemitgliedern eine politische Loyalitätserklärung verlangen und er könne sie, da er kein Politiker sei, auch ohne weiteres abgeben, gestatte sich aber darauf hinzuweisen, dass er Jude sei. Das habe bisher keine Rolle gespielt. Sollte das nach der Umwälzung anders sein, bitte er die Auffassung des Herrn Kurators ermitteln zu wollen, der er sich, es versteht sich von selbst, beugen werde. Tags darauf schreibt er erneut: Ich bejahe die geforderte Loyalitätserklärung, wie ich schon schrieb, sehe aber ein, dass ich als Mann jüdischer Abstammung unter den heutigen Verhältnissen eine schwere Belastung für die Akademie wäre. Ich stelle daher meinen Sitz in der Akademie zur Verfügung, eine Sache, die mir außerordentlich schwer wird, denn die Kollegen wissen, wie sehr mich die Entwicklung unserer Abteilung interessiert hat. Er war tatsächlich immer sehr aktiv dabei, auf der linken Seite, an der Seite von Heinrich Mann. Ina Seidel, Erfolgsautorin, mit ihrem Buch Das Wunschkind, eines der meistgelesenen Bücher der Epoche, glaubt zwar, dass keine Partei den Anspruch erheben könne, zur Wahrung der Kulturgüter des Gefolges besonders berufen zu sein. Aber sollte sie einen Protest oder gar einen Austritt erwogen haben, hält ihr Verleger Gustav Kilper von der Deutschen Verlagsanstalt sie davon ab. Ihr Erfolgsroman Das Wunschkind ist wegen seiner pazifistischen Tendenz aus den Bibliotheken der Berliner Mädchengymnasium entfernt worden. Andere Bibliotheken könnten folgen. Ich hoffe aber bestimmt, dass man den Missgriff sehr bald einsehen und wieder gut machen wird, schreibt Kilper seiner Autorin. Für alle Fälle möchte ich Sie bitten, der Akademie gerade in diesem Augenblick nicht den Rücken zu kehren. Es würde ein ganz falsches Licht auf Ihre Haltung und auf Ihre Motive werfen. Einzig Ricarda Huch, die geschätzte Philosophin und Dichterin, findet deutliche Worte. Ich bestreite Ihre Kompetenz, mir eine Frage von unabsehbaren Konsequenzen vorzulegen und lehne infolgerichten ab, sie zu beantworten. Zwar nehme sie an dem nationalen Aufschwung von Herzen teil, wolle aber das Recht der freien Meinungsäußerung nicht verzichten, was sie mit ihrer Unterschrift täte. Da sie außerdem verschiedene Handlungen der neuen Regierung aufs Schärfste missbillige, wolle sie, erlauben Sie, dass ich den ernsten Gegenstand durch einen Scherz würze, ihr Leben nicht im Zuchthaus verbringen. Ein harter Schlag für die Akademie. Präsident von Schillings bittet in ganz besonders vorzüglicher Verehrung, sie in ihren hohen geistigen Bedeutung, ihrem tiefen konservativen Lebensgefühl und ihrer großen ins Volk reichenden schöpferischen Wirkung weiter zu den Mitgliedern zählen zu dürfen. Beschwichtigt, lockt, redet mit Engelszungen vergeblich, Ricarda Huch tritt aus. Ihr Austritt wird vertuscht, die Peinlichkeit wäre allzu groß. Ricarda Huch wehrt sich. Ich lese in verschiedenen Zeitungen Notizen über die Veränderungen in der Akademie, worin ich als darin verblieben bezeichnet werde. Da ich am 9. April dem Präsidenten förmlich meinen Austritt erklärt habe, ist mir das unbegreiflich. Jedenfalls möchte ich Sie darum bitten, dass der Irrtum berichtigt wird. Der Präsident entschuldigt Sie. Die Pressenotiz sei nicht von der Akademie, sondern vom Ministerium ausgegangen. Aber auch Ricarda Huch, die Unbeugsame, musste ihre Kompromisse machen. Auch sie konnte nicht quasi am Dritten Reich vorbeileben. Das war so gut wie unmöglich. Sie haben dann später auch Ihre deutsche Geschichte geschrieben, in der zuletzt ja durchaus auch kritische Bemerkungen in historischen Spiegelungen sozusagen auf der Zeit stehen. Aber ganz wichtig scheint mir zu sein, diese kurze Passage zeigt, die allermeisten suchen eine Form von Appeasement oder von Rückzug, ohne sich nach außen positionieren zu müssen. Na ja, natürlich. Und nur Sie als konservative Dichterin sozusagen hat den Schneid deutlich auch bestimmte Maßnahmen der neuen Regierung als nicht erwünscht, schwierig, schlimm darzustellen. Ja. Richtig. Vielleicht können wir an der Stelle, weil es ja auch für Ihre Familie nicht unwichtig ist, Gottfried Benn genau betrachten, der ja
als Dichter, bekannt ist für seine expressionistische Dichtung, die gar nicht konservativ war in den frühen 10er, 20er Jahren, und der doch 1933 zu denen gehört, die auf sehr deutliche Art den Umschwung, den Nationalen, mehr als begrüßt haben, ja, ihn intellektuell begleitet haben, ja, kann man sagen. Das kann man wirklich sagen. Und bis heute fragt man sich, warum er das getan hat. Meine persönliche Theorie ist, dass er schon sehr genau nachgedacht hat. Also er wird ja als großer Opportunist immer gebrandmarkt, war er vielleicht auch, will das gar nicht abstreiten, aber er war ja kein Dummkopf. Und ich glaube schon, dass er genau darüber nachgedacht hat und sozusagen den Nationalsozialismus als bedenkenswerte Alternative zum internationalen Sozialismus Moskauer Prägung. Sowjetischer Prägung gesehen hat. Das war ein Stück auch sozusagen das kleinere Übel, könnte man sagen. Ja, oder eine Alternative, ein anderer gangbarer Weg. Warum nicht? Ja. Auch sehr wichtig scheint mir zu sein, dass er ganz rasch auch mit Exilanten im Diskurs war, vor allem Klaus Mann, dem Sohn von Thomas Mann. Klaus Mann schätzte Gottfried Benn von früher. Ja, natürlich. Und es gibt eine Kontroverse aus dem Frühjahr 1933, in der Benn sehr deutlich die Exilanten sozusagen als diejenigen brandmarkt, die sich aus der Verantwortung für Deutschland stehlen. Ein bisschen schon. Und andersrum, die in ihren hübschen Quartieren sozusagen wohlfeil sprechen, richtig, während in Deutschland die Hütte brennt. Ja, ja. Und man etwas tun muss. Ja, ja, so kann man es sagen. Und er hat ja auch in dieser Antwort an die literarische Emigration gesagt, wenn die Leute hier wären, würden sie sehen, dass es den Arbeitern besser geht, dass sie besser behandelt werden, dass sie ein besseres Leben haben und so weiter. Und das haben viele andere auch gesagt und haben natürlich aber verschwiegen, dass schon das Konzentrationslager Dachau, ja, eingerichtet war und Leute verschwunden sind und verprügelt wurden und gefoltert wurden und so weiter. Also, dass schlimme Dinge passiert sind. Aber sie haben gesagt, das waren Einzelfälle. Oder sie haben gesagt, ja, das ist bei jeder Revolution so. Denken wir an die französische Revolution oder an die sowjetische Revolution. Und mein Benn war ja auch Arzt und hat als Arzt, der sagen was vom Fachverstand, der auch tätig war ärztlich, auch durchaus internationale Vergleiche angestellt, was Zwangssterilisation, ja, angeht, natürlich, was Züchtung angeht, dass, ja, Schweden, dass die Vereinigten Staaten, ja, ebenfalls in diesen Programmen tätig sind, ja, und eine Art nationale Zucht eines blonden deutschen Menschen, ganz im Sinne des späten Nietzsches, propagiert in seinen, ja, Essays. Wobei man sich immer noch fragt, warum hat er das so laut gesagt? Ja. Es hat ihn ja niemand gezwungen. Er hätte ja schweigen können. Ist es vielleicht auch ein Stück der Wunsch, Vordenker zu werden, vielleicht, wie Martin Heidegger also in der Zeit? Es kommen da ganz bestimmt viele Motive zusammen, die man heute kaum noch entschlüsseln können wird. Zwei Dinge sind festzuhalten. Es hat ihm nichts genützt. Ja. Auch die Nazis mochten ihn gar nicht. Ist erst mehrere Male schwer zusammengerasselt mit den Nazis. Mitte der 30er Jahre und ist Anfang 38 permanent aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen worden. Das ist das eine. Das zweite ist, dass er mitten im Dritten Reich, im tiefen Dritten Reich 1935 in Hannover mit seinen berühmtesten Gedichte geschrieben hat. Einsamer nie als im August, Astern, Saum des nordischen Meeres, alles Ikonen der deutschen Lyrik sind dort in der Isolation, in der Provinz, mitten im Dritten Reich entstanden. Und dazu kommt noch ein anderes, dass Benn Arzt war. Das heißt, er hatte ein bürgerliches Auskommen. Er konnte sich leisten, zu schweigen.
Viele andere, die vom Schreiben leben mussten, konnten das nicht. Denn es musste ja irgendwie die Wirtschaft weitergehen. Wenn man nochmal seinen Fall betrachtet, also Sie sprachen von, er hat sich zurückgezogen in die Provinz, er hat selber davon gesprochen, dass er den aristokratischen Emigrationsweg in die Wehrmacht wählt, als sozusagen unter dem Schutz des Militärs, was auch tatsächlich dazu geführt hat, dass bestimmte Militärs ihn gegenüber Parteistellen schützten. Ja, richtig. Und daran anschließend meine Frage, Sie haben es erwähnt, ab 38 keine Schreiberlaubnis mehr. Er hat für die Schublade geschrieben. Ja. Würden Sie sagen, dass Gottfried Benn ein Fall der inneren Emigration ist? In diesem späten Stadium ja, aber nur, wie ich gesagt, deswegen, weil er sich's leisten konnte. Ja. Das heißt, er hat sich zurückgezogen. Ja, und auch dieses Schweigen von 38 bis 45 waren immerhin 7 Jahre. Ja. Und als er nach Berlin zurückkam, nach dem Krieg, da haben viele gesagt, was, Sie leben noch? Ich dachte, Sie sind längst tot. Ja. Ich habe ja von Ihnen überhaupt nichts mehr gehört. Das war ein vollkommenes Abtauchen. Völliges Abtauchen. Er war irgendwo im Osten als Militärarzt, also nicht im Krieg, sondern in der Verwaltung tätig. Er hat ja auch darüber geschrieben. Und dadurch hatte er diesen inneren Abstand. Und ich glaube, nur deswegen konnte er dann diese fulminante Nachkriegskarriere machen als Idol einer ganzen Generation. Und er war ja unbeugsam. Er hat ja nie gesagt, ich habe mich da geirrt oder so, sondern er hat gesagt, von mir können Sie alles behaupten. Wenn man immer nur schreiben würde, was 15 Jahre später opportun ist, würde man gar nichts schreiben. Ich habe das damals so empfunden und so ist es. Und hat ja bis zu seinem Tod da keinen Zentimeter nachgegeben, kaltschnäuzig bis dort hinaus. Hat auch in seiner Rechtfertigung, zum Beispiel Doppelleben, ein berühmtes Buch, wo er über diese Zeit schreibt, kein Wort über seine damalige Loyalitätserklärung verloren, über die sich, was weiß ich, Dutzende von Doktorarbeiten geschrieben wurde, die seither endlose Male diskutiert wurde. Er hat da kein Wort dazu gesagt. Ja. Wenn wir einen zweiten Schriftsteller aus dieser Zeit nehmen, der auch sehr bekannt war, ganz anders, Erich Kästner. Ja. Ein Erfolgsautor, vor allem auch in der Kinderbuchliteratur, Emil und die Detektive, war vor 33 schon ein Renner. Ein Renner. Er war beliebt bekannt, auch als Filmautor. Ja. Wie verhält er sich? Er will bleiben. Seine Mutter, zu der er ja ein bekannt enges Verhältnis hatte, hat mehrmals gesagt, nein, wir müssen hier raus, das ist doch Unsinn, wir müssen Koffer packen und weg. Und er hätte ja auch das Geld gehabt, er war ja berühmt genug. Er hat ja ohne weiteres in der Schweiz leben können, hat gesagt, nein, ich will hier Zeugnis ablegen, ich will hier bleiben. Und das mit dem Rausgehen, das kommt gar nicht in Frage. Ich würde mir das als Feigheit anrechnen, das mache ich nicht. Ist geblieben, hat bald gesehen, dass es so einfach nicht ist. Hat ja nie offizielle Schreiberlaubnis bekommen, aber war trotzdem ständig tätig. Hat für andere geschrieben, unter Pseudonym Theaterstücke und so weiter. Und hat auch immer wieder Geld verdient und hat ja dann 1942, 43 das Drehbuch für den Film Münchhausen geschrieben. Ein riesiger Erfolg. Ja, das war der teuerste Film der ganzen Nazi-Ära. Ein Prestigeprojekt von Goebbels direkt. Was bedeutet, dass niemals er diese Erlaubnis gekriegt hätte ohne Goebbels Billigung. Das ist ganz klar. Ja. Und damit musste er ja auch leben nach dem Krieg. Das heißt, man kann sagen, er hat sich durchschlawinert in einer gewissen Weise, musste sich sozusagen zu Aufträgen hergeben, die von oberster Parteistelle kamen, aus Propagandazwecken. Wobei, wenn ich es richtig verstehe, ein Film in Münchhausen, nicht ideologisch. Nein, und sein Drehbuch ist ganz okay. Es kann man, es ist heute in seinem gesamten. Das heißt, der Auftrag selber wäre das. Der Auftrag selber kann man nichts sagen. Das Drehbuch ist witzig, das ist wie immer von ihm sehr gut gemacht.
da ist, kann man nicht sagen, dass da irgendwelche Tendenzen drin wären. Also kein Kotau vor der Ideologie. Nein. Und die Geschichte gibt es ja auch nicht her. Ja. Das ist ja eine Fabelgeschichte. Ja. Aber nach dem Krieg hat er ja gesagt, ich musste 12 Jahre schweigen. Und es hatte bis zum Lebensende durchgehalten. Diesen Mythos vom 12-jährigen Schweigen, der 100-fach widerlegbar ist. Das heißt, er hat sich auf andere Weise als Ben die Fragen vom Hals gehalten, indem er sagt, ich habe gar nichts gemacht in der Richtig. Zeit. Richtig. Ja. Und also, er war ja geliebt von den Deutschen nach dem Krieg. Er war ja quasi der Vorzeigeautor, ja. Und mit Recht, denn er war ein hervorragender Autor, ich nenne ihn einen Meisterhandwerker der Dichtkunst. Ja. Ja. Denn er konnte wirklich Gedichte mit einer Kürze und Lakonie schreiben wie wenige andere. Ich weiß nicht, ob das jetzt die allergrößte Lyrik ist, aber eine gute Gebrauchslyrik. Sehr, sehr gute Gebrauchslyrik. Und es ist ja erst kürzlich, vor 2 Jahren, ein Buch herausgekommen, das Blaue Buch, genau. Heißt das, eine Art Tagebuch, genau. Aus diesen Jahren, den Richtig. Späten NS-Jahren, ja. In denen er doch für sich zumindest auch die Zeit sehr stark beobachtet. Ja, sehr stark beobachtet. Wie schätzen Sie dieses Buch ein? Ja, das ist ein ganz ehrliches Buch, wo er genau beobachtet, was ist. Er bezieht ja wenig Stellung, sondern er sagt einfach so, sieht so kleine Fetzen, typische Begebenheiten. So ein journalistisches Beobachten. Journalistisches Beobachten. Und das hat er ja später, 1961, verarbeitet in dem Buch Nota Bene 45, also 16 Jahre nach Kriegsende. Und sagt im Vorwort, spricht er von diesem blauen Buch, das da in seinem Bücherregal stand, wo er in Stenografie die Ereignisse festgehalten hat. Und jetzt ist ja erst kürzlich das blaue Buch raus, das kannte ja sonst niemand. Ja, jetzt kann man es überall kaufen, sehr gut ediert. Und das, wenn man diese vergleicht, dann sieht man auch die Entwicklung, also die Sichtweise, die sich verändert hat. Das heißt, das Ursprungsbuch, was jetzt herausgekommen ist, unterscheidet sich stark von Nota Bene 45? Nein, faktisch nicht. Aber? Aber doch in der Attitüde schon. Und er ist auch in Nota Bene 45, also 16 Jahre nach Kriegsende, immer noch sehr kritisch den Exilanten, oder ich sage den Exilanten, also sozusagen denen, die dann zurückkamen und gesagt haben, ja, wir haben es ja schon immer gewusst und so weiter. Ja. Hat gesagt, nein, so einfach ist es nicht. Nur wer hier war, kann das wirklich beurteilen. Die Angst, die man hatte, die Beschränkungen, die man hatte. Ja, und ich denke, da hat er recht. Wenn wir von der Angst in der Zeit sprechen und dem, was passiert ist, fällt ein Dichter auf in Ihrem Buch, den Sie im zweiten Teil mit seiner Geschichte skizzieren, Jochen Klepper. Ja. An sich ein konservativer Dichter, ein deutsch-preußisch-protestantischer Dichter, der ein berühmtes Buch über den Vater geschrieben hat, ein Preußenbuch, ja. In dem die Menschen quasi auch ein Stück die Heimat in einer väterlichen Welt ersehen, wo es ein Oben und Unten gibt, also durchaus ein deutsch-nationales Buch im protestantischen Sinne. Ja, ja. Und dieser Mann, ein großer Einzelgänger an sich, heiratet spät eine ältere Frau, die jüdischer Herkunft ist, mit 2 Töchtern und hat ein ganz schwieriges Schicksal in den Jahren des Krieges. Wie kamen Sie auf seine Geschichte und wie ist der Platz dieser Geschichte in Ihrem Buch? Naja, dieser Platz ist für mich ein wichtiges Kapitel, weil es zeigt einen Autor, Jochen Klepper, der, wie Sie sagen, ein sehr christlicher, protestantischer Autor. Vor jedem Tagesbucheintrag ist irgendein Bibelspruch. Die Tageslosung wahrscheinlich. Tageslosung, ist auch Pfarrerssohn. Ja. Also das Christliche hat auch viele berühmte Kirchenlieder, die heute noch gesungen werden, die Texte von Jochen Klepper, geschrieben. Und hat eben diese 13 Jahre ältere
jüdische Witwe mit zwei halbwüchsigen Töchtern geheiratet und hatte dadurch immer wieder Nachteile, wurde als jüdisch versippt, mal vom der Arbeit im Rundfunk ausgeschlossen, dann aber wieder angenommen. Dann wurde er aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen, als jüdisch versippt, bekam dann aber eine Dauersondergenehmigung, konnte also weiter publizieren, hatte einen im Propagandaministerium, der ihn quasi beobachten sollte, mit dem ist er sehr gut klargekommen, war richtig befreundet mit dem. Sein also hatte Buch, Glück in einer gewissen er hatte Weise. Glück, er war beliebt und sein Buch Der Vater über den Preußenkönig Friedrich Wilhelm I., ich glaube, den Vater von Friedrich dem Großen, genau. Das war ein Riesenerfolg, erschienen, glaube ich, 36 sowas, ja. Und wurde verschenkt. Der Oberbefehlshaber des Heeres bekam es zum Dienstjubiläum. Angeblich hat auch Hitler es gelesen und so weiter. Er schwamm quasi oben. Es war immer nur diese Sache seiner jüdischen Versippung. Dann wurde er eingezogen, war auch da sehr beliebt, sollte Offizier werden, war auch froh, eingezogen zu sein, weil Wehrmachtsangehörige hatten einen Schutz. Die haben auch, die Frau hat irgendwie monatlich 200 Mark gekriegt und so. Wurde aber dann wieder entlassen, weil er mit einer Jüdin verheiratet war. Jetzt lese ich mal hier vor. Mhm, gern. Zu Hause ist die Lage verzweifelt. Auch im Reich müssen Juden jetzt den Judenstern tragen. Vorher in den besetzten Gebieten war das schon früher. Er ist gelb, in Herzhöhe auf den Mantel zu nähen. Hanni, das ist die Ehefrau, ist als arisch verheiratet, davon befreit. Renate, die Tochter, nicht. Beim Gang zur Arbeit hält sie ihre Handtasche drüber. Das tun viele, man erkennt sie sofort. Ausnahmegenehmigungen werden nicht erteilt. Die systematische Deportation von Juden hat begonnen. Jochen Klepper erbittet eine Audienz bei Innenminister Wilhelm Frick. Das war übrigens der erste Nazi-Minister überhaupt, 1930 Innenminister in Thüringen. Ach, Thüringen. Ja, Wilhelm Frick, ja. Der, wie er weiß, ihn als Autor schätzt und den Vater oft verschenkt hat. Der Minister wirke gequält, meint er. Ob seine Haltung einer gewissen Menschlichkeit mehr sei als eine Pose, lasse sich nicht entscheiden. Hinter den Maßnahmen, so Frick, stehe der entschiedene Wunsch des Führers, dagegen sei nichts zu machen. Die Deportationen seien Aussiedlungen zur Schaffung von Wohnraum angesichts der Wohnungsknappheit. Er sei bereit, Renates Auswanderung nach Schweden zu befürworten. Jochen Klepper solle seinen Antrag schriftlich einreichen, darin aber das Tragen des gelben Sterns nicht erwähnen, denn das sei eben der entschiedene Wunsch des Führers. Ein paar Tage später kommt ein Brief. Im Auftrage von Herrn Reichsminister Dr. Frick teile ich Ihnen auf Ihr Schreiben vom 15.10.41, in dem Sie Ihre häusliche und persönliche Lage nochmals referieren, mit, dass Sie wegen des Verbleibens Ihrer Stieftochter Renate Stein bei Ihnen sich keine unnötigen Sorgen zu machen brauchen. Sie fällt nicht unter die Maßnahme, die in Verbindung mit dem Evakuierungsprogramm zurzeit durchgeführt werden. Dieser Brief ist ab jetzt Jochen Kleppers Faustpfand, die entscheidende Waffe zur Abwendung von Renates Deportation, ein unersetzliches Gut, das nur im höchsten Not zum Einsatz kommen soll. Hat ihm auch ein paar Mal geholfen, wo er sie zurückstellen lassen konnte. Dann kommt, völlig überraschend, am 5. Dezember 1942 die Nachricht, Renate hat die Einreiseerlaubnis nach Schweden erhalten. Legationsrat Almqvist von der schwedischen Botschaft, der sich beharrlich darum bemüht hat, will keinen Dank, er sei nur das Werkzeug Gottes gewesen, aber stimmt überein, dass etwas völlig Außergewöhnliches passiert sei. Denn Schweden hatte dicht gemacht, wollte niemand mehr aufnehmen.
Im Hinblick auf die Übersteigerung der Judenmaßnahmen rät er zur Eile. Die entscheidende Hürde steht noch bevor. Eine zweite Audienz bei Minister Frick, denn auch die Ausreise musste genehmigt werden. Sie wird wie die erste sofort gewährt. Der Minister sieht, Jochen Klepper hat alles noch klar im Gedächtnis und Che steht zu seiner Zusage. Er will Renate aus Deutschland heraushelfen. Aber hier könne er sie nicht mehr schützen. Niemand könne das. Auch ein Schutzbrief für Hanni, wie seinerzeit für Renate, sei nicht mehr möglich. Noch ist ihre Frau durch ihre Ehe mit ihnen geschützt, aber es sind Bestrebungen im Gange, um die Zwangsscheidung durchzusetzen. Und das bedeutet bei der Scheidung sogleich die Deportation des jüdischen Teils. Der Minister läuft erregt am Schreibtisch auf und ab. Ich kann Ihre Frau nicht schützen. Ich kann keinen Juden schützen. Solche Dinge können sich ja der Sache nach nicht im Geheimen abspielen. Sie kommen zu den Ohren des Führers und dann gibt es einen Mordskrach. Jochen Klepper muss erkennen, alles und alles im Dritten Reich läuft auf einen Mann hinaus, Adolf Hitler. An den heranzukommen ist unmöglich und gelänge es, würde er keinen Millimeter nachgeben. Noch etwas gesteht der Minister. Er darf keine Ausreisen mehr genehmigen. Dieser Machtbereich ist ihm entzogen. Am 9. Dezember 1942 hat Jochen Klepper einen Termin im Reichssicherheitshauptamt. Dort sitzt ihm Adolf Eichmann gegenüber. Der gibt sich großmütig. Ich habe noch nicht mein endgültiges Ja gesagt, aber ich denke, die Sache wird klappen. Was ist mit Kleppers Frau? Die Situation meiner Frau überblicke ich noch nicht, antwortet Jochen Klepper. Darauf Eichmann, eine gemeinsame Ausreise würde nämlich nicht gestattet. Was ist jetzt wieder los? Betrachtet man Hanni als Geisel für Reni? Würde man Hanni als meine Frau verweigern, was man Renate als meiner Stieftochter vielleicht zugesteht? Morgen um 3 soll er wieder vorsprechen. Diese stillen, stillen, dunklen, trüben Tage, notiert er, so lind, so voller Trauer des Himmels. Jochen Kleppers letzter Tagebucheintrag datiert vom 10. Dezember 1942. Kein Bibelvers ist ihm vorangestellt. Nachmittags die Verhandlung auf dem Sicherheitsdienst. Vom Ergebnis sagt er nichts. Die letzten Worte lauten, wir sterben nun. Auch das steht bei Gott. Wir gehen heute Nacht gemeinsam in den Tod. Über uns steht in den letzten Stunden das Bild des segnenden Christus, der um uns ringt. In diesem Anblick endet unser Leben. Das Hausmädchen findet sie am Morgen auf dem Fußboden der Küche. Der Gashahn ist aufgedreht. Jochen Klepper liegt in der Mitte, links und rechts von ihm Hanni und Renate. Die Akte Jochen Klepper wird geschlossen, die Sondergenehmigung gelöscht. Seine Schwester Hildegard erhält die Aufforderung, den Ausweis des Heimgegangenen gelegentlich zurückzugeben. Ja, und da wurde mir klar, dass es fast unmöglich war, für Juden dem Zugriff der Deportationen zu entgehen. Das Netz war so eng geknüpft, dass da quasi kaum ein Entkommen war. Und wer sich verstecken musste, wie im Falle von Ostgalizien, brauchte Hilfe, brauchte mutige Menschen, Helden, die wissen mussten, dass sie ihr eigenes Leben riskieren. So geschehen hier im Fall von Karl Jaspers, der in Heidelberg mit seiner Frau Gertrud Jaspers, einer Jüdin, lebte und wo es Freunde gab, die Gertrud im Ernstfall versteckt hätten. Ja. Naja, gut. Also ich denke, allein mit der Frau hätte Jochen Klepper durchkommen können. Ja. Das gab es ja mehrfach. Mhm. Auch Wilhelm Hausenstein hatte eine jüdische Frau, Viktor Klemperer, der berühmte Fall. Mhm. Ja, aber Renate war mit ihm nicht verwandt, das war es ja. Das war seine Stieftochter. Ja. Ich würde jetzt zum Ende unseres Gesprächs nochmal auf den letzten Teil Ihres Buches kommen, gerade aufgrund oder angesichts dieser beklemmenden Geschichte, die ja zeigt, wie viel auch kriminelle Energie in einem bürokratischen System steckt, das sich nach außen völlig harmlos gibt, von Maßnahmen schreibt und Evakuierungen, aber doch sozusagen, wenn man diesen Führerwillen sieht, ein verbrecherisches Regime ist.
das auf die Vernichtung von unschuldigen Menschen aus ist und das systematisch. Ja. Und Sie haben es sehr ausführlich beschrieben, dass einer der Schriftsteller, die 33 nicht außer Landes gingen und dann Mitte der 30er Jahre sich entschieden, sich abzuwenden von Deutschland, insgesamt auch ausdrücklich, Thomas Mann, der dann in die USA ging. Jener war, der über einige Jahre immer wieder auch über das Radio Reden an die Deutschen hat senden lassen und die letzte auch im Zuge der Kapitulation am 7. und 8. Mai 1945 und der mit eine Kontroverse initiierte im Blick auf die Einschätzung der Schreibenden, die in Deutschland verblieben waren und sehr deutlich, sehr scharf geschrieben hat. Können Sie uns und den Zuhörenden kurz sozusagen die Eckpunkte der Kontroverse schildern? Naja, Thomas Mann hat sozusagen der gesamten Riege von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die in Deutschland geblieben waren, das moralische Recht abgesprochen, in dieser Zeit überhaupt Bücher veröffentlicht zu haben. Und hat ja dieses berühmte Diktum, was in dieser Zeit in Deutschland überhaupt gedruckt werden konnte, ist nicht gut in die Hand zu nehmen. Ein Geruch von Blut und Schande haftet ihm an. Alle diese Bücher sollten eingestampft werden. Also ein Verdikt. Ein Verdikt. Quasi weg mit der ganzen Generation und einen neuen Anfang machen. War natürlich enormen Widerspruch, weil die Leute sagen, ja, was hätten wir denn machen sollen? Mhm. Ja, wir mussten ja von irgendwas leben. Und warum? Wir hatten ja auch die Aufgabe, haben viele gesagt, das Niveau hochzuhalten, unseren Mitmenschen einen Trost zu geben, eine Anregung, etwas, worüber sie nachdenken konnten. Also quasi das Verdikt war sehr scharf, war sicher auch nicht zu halten und auch letzten Endes ungerecht. Und es kam dann eben die Kontroverse, weil dann einige, angeführt von dem Erfolgsautor Frank Thies, der den heute keiner mehr kennt. Heute keiner mehr kennt, damals ein vielgelesener Autor, auch im Dritten Reich, der von der inneren Emigration. Da taucht der Begriff auf. Da taucht der Begriff auf, indem er sagt, ja eigentlich ist das ja ganz egal, ob man außen, also physisch ins Ausland gegangen ist oder innerlich sich ein Refugium in sich geschaffen hat. Auch eine ebenso unhaltbare These. Denn A, glaube ich, dass es quasi unmöglich war, ohne Berührung mit dem Regime durchzukommen. Mhm. Ich sehe nicht, wie das hätte passieren sollen. Und B, jemand, der im Dritten Reich veröffentlicht, kann also schlecht ein innerer Emigrant sein. Das passt irgendwie nicht zusammen. Und das haben auch viele nicht für sich in Anspruch genommen. Zum Beispiel Werner Bergengrün hat das nicht und hat ganz klar gesagt, dass auch er gelegentlich eingeknickt ist. Obwohl er Sachen wie den Großtyrannen geschrieben hat, die sagen, ja, ein bemerkenswertes, zeitkritisches Buch, das aber viel verkauft wurde, nicht beanstandet wurde, Dritten Reich. Ja. Also das mit der Gleichschaltung hat nicht funktioniert. Und so sehr es auch versucht wurde, nationale Dichter zu propagieren, haben die wenig Erfolg gehabt. Die Leute wollten das nicht lesen. Die Leute wollten keine Blut- und Bodenliteratur. Die wollten ihren Feuchtwanger, ihren Thomas Mann, ihren Erich Kästner, ihren Falada. Hermann Hesse, ja. Also so blöd waren die Deutschen auch nicht, dass die jetzt da in Toto nur noch irgendwelche Blut- und Bodenbücher gelesen hätten. Ja. Und insofern, ist das mit der inneren Emigration so eine Sache. Das andere ist, dass sehr viele dann so getan haben, als wären sie völlig unbeleckt, unbeschadet, das heißt, unberührt nach 45 durch das Dritte Reich gekommen. Das heißt, man kann sagen, Thomas Mann hat mit seiner Schelte
sich keine Freunde gemacht. Keine Freunde gemacht. Und auch nicht wirklich eine Art von Diskussion eröffnet. Er hat polarisiert, kann man das sagen? Er hat polarisiert, aber ich finde ja immer wieder toll, er war ja noch zweimal in Deutschland, das letzte Mal wenige Monate vor seinem Tod. 49 und 55. 55 im Mai. Goethes 200. Geburtstag. Richtig, und dann war Schillers Todestag. Richtig. 150. Todestag. Sowas, ja. 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 Oder ich weiß nicht, ja, was. Jedenfalls waren 55 nochmal da im Mai. Ja. Im August ist er gestorben. Ja. Und war, und ich sage da, also ist ja doch immer wieder toll. Also ich gerne lese das gerade nochmal zum, ja, Abschluss vor. Wo haben wir das? Hier. Entschuldigung, ich hab's gleich. Alles gut. Hier. Nur mal hier diese, mhm, diese kleine Passage, wenn, ja, wir noch so viel, ja, Zeit, ja, haben. Haben wir. Am 23. Juli 1949 betritt Thomas Mann, aus der Schweiz kommend, nach 16 Jahren erstmals wieder deutschen Boden. Der Goethe-Preis der Stadt Frankfurt soll ihm verliehen werden. Zwei Monate vorher ist sein Sohn Klaus, 43-jährig, in Cannes an einer Schlafmittelüberdosis gestorben. Ob versehentlich oder mit Absicht, ist unklar. Aber jedenfalls tief enttäuscht über seine Rückkehr nach Europa und speziell nach Deutschland. Er hatte Reue und Einsicht erwartet, die Bereitschaft zur Selbstreflexion, zu aufrecken, neu anfangen. Er hatte seinen Beitrag leisten wollen, war vielleicht auch ein wenig stolz darauf gewesen, das Unheil früh erkannt und rechtzeitig gewarnt zu haben. Aber hatte vorwiegend Ablehnung erfahren und schlimmer noch, Desinteresse. Anonym im Publikum sitzend hatte er Gustav Gründgens Berliner Bühnen-Comeback erlebt. 1946 mit Sternheims Snob, den minutenlangen Applaus, noch bevor das erste Wort gesprochen war. Ein unmissverständlicher Hinweis darauf, auf wessen Seite die Sympathie lag. Seine eigene Analyse des Dritten Reichs, der Roman Mephisto, kann nicht erscheinen, weil Gründgens, so der Verleger Georg Jacobi, hier bereits eine bedeutende Rolle widerspiele. Für eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Vergangenheit hatte Nachkriegsdeutschland offensichtlich weder Zeit noch Lust. Wer interessierte sich da für Klaus Mann? Erst Jahrzehnte später wird man ihn als Autor wiederentdecken und ihn und seine Schwester Erika zu Kultfiguren erheben. Sein übermächtiger Vater hält indessen in der Frankfurter Paulskirche eine programmatische Rede. Der Streit um ihn, dem er mit Staunen zugesehen habe, gehe weit über seine an sich gleichgültige Person hinaus und sei eine Auseinandersetzung um die geistige und moralische Zukunft Deutschlands. Das sei zerrissen und aufgeteilt in Zonen der Siegemächte, aber er kenne keine Zonen. Das war Thomas Mann 1949 und jetzt kommt er nochmal. In der Zwischenzeit wird die Deutsche Akademie der Sprache und Dichtung in Darmstadt gegründet. Zu Schillers 150. Todestag kommt Thomas Mann ein letztes Mal nach Deutschland. Seine Tochter Erika begleitet ihn, auch Frau Katja ist dabei. Am 8. Mai 1955 hält er seine Rede Versuch über Schiller. Einen Tag später gibt Rudolf Pechel, Präsident der Akademie, einen Empfang für ihn in seinem Stuttgarter Haus. Im Garten sind Tische aufgebaut, Lampions leuchten. Jeder möchte ein paar Minuten mit ihm ins Gespräch kommen. Nach den Fotos zu urteilen, zeigt er sich aufgeschlossen. Zum Abschied spielt Frau Pechel auf der Drehorgel. Es scheint ein glücklicher Abend gewesen zu sein. In Weimar, wo er seine Rede wiederholt, ist sein Besuch ein nationaler Festtag. Die Straßen sind voller Menschen. Im offenen Auto besichtigt er die Stadt. Er erhält den Goethe-Nationalpreis, wird Ehrenbürger von Weimar.
Am 12. August 1955 stirbt Thomas Mann in Zürich, alle Querelen um seine Person souverän hinter sich lassend, Phänomen und Faszinosum zugleich, Verehrungs- und Studienobjekt für Generationen, angeblich umfasst allein die Sekundärliteratur zum Dr. Faustus 80.000 Seiten. Frau Thomas Mann verschickt gedruckte Danksagungen an Menschen in aller Welt, die zu seinem Tod kondoliert haben. Also er war ja doch ein toller Mann, muss man sagen. Das heißt, abschließend gesprochen, Thomas Mann ist schon die Figur, der natürlich sozusagen die Figur Überblick hat. Überblick, und es gibt keinen, der mehr Gewicht hatte, in dieser Zeit vielleicht immer noch hat, als Thomas Mann. Und Klaus Mann ist ein Stück eine tragische Figur, sein Sohn. Ja, Klaus Mann ist ein klarsichtiger, aufrichtiger, bemühter Mensch. Auch sehr scharf in seinen Urteilen. Scharf in seinem Urteil, hat ja die Exilzeitschrift Die Sammlung, hatte einen schweren Stand, war aber schwer morphiumsüchtig. Und das geht nicht spurlos an einem vorbei. Und Thomas Mann war eben nicht morphiumsüchtig und war ein ganz klarer, beherrschter Mensch, trotz seiner abseitigen oder homosexuellen Neigungen. Also was ein souveräner immer. Arbeiter. Ein souveräner, disziplinierter Arbeiter. War Klaus Mann auch, aber er hatte immer den Abgrund neben sich, die Sucht, ja, die Homosexualität offen ausgelebt, die ja keinen Partner fand, sondern nur irgendwelche lokale Strichjungen und so weiter war sein Umgang, wurde 43 Jahre alt. Das heißt, das ist auch ein Stück Ihre auch Hintergrundkonstellation, könnte man sagen. Frank Wedekind, Tilly Wedekind, sind ja alles Leute aus der Münchner Bohemen, wo auch ein relativ abgründiges Leben nicht untypisch war und wo doch die Arbeit was Rettendes hatte. Ja. Bei Wedekind auch, unbedingt. Herr Renier, ich danke Ihnen für dieses ausführliche Gespräch zu Ihrem Buch. Schön, dass Sie von München aus nach Oldenburg gekommen sind. Alles Gute für das nächste Buch. Sehr gerne, danke Ihnen. Und Ihnen zu Hause auch einen guten Tag noch. Bis zur nächsten Vorlesung.